In diesem Video gebe ich dir 9 Tipps, wie du deinen Drum-Sound im Mix schnell verbessern kannst. Hallo, ich bin Martin und wenn du neu hier bist, auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Die Drums sind das Rückgrat von fast jeder Musikproduktion und deswegen solltest du bei ihnen unbedingt darauf achten, dass sie den Mix gut zusammenhalten, dass sie genügend Power haben, aber andere Elemente auch nicht zu sehr maskieren. Viele Tipps, wie du das erreichen kannst, gebe ich dir gleich. Zunächst mal hören wir kurz in das Beispiel rein. Los geht's! Die Drums klingen schon richtig gut, weil sie einfach sehr gut aufgenommen worden sind und damit kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 1 und das ist, mische erst den Mixbass oder die Gruppenspur und dann die Einzelspuren. Was ich mit Mixbass meine, ist dieser hier, denn durch diese Drumspur oder durch diesen Gruppenbus hier verlaufen alle einzelnen Spuren durch dieses Nadelöhr. Das siehst du, die sind alle auf Bus 1 geroutet, hier kommen sie rein und hier fange ich jetzt an zu mischen, noch bevor ich irgendwo ein anderes Plugin einsetze. Warum mache ich das? Weil ich das Schlagzeug so sehe als einzelnes Instrument, das ein Musiker spielt. Ich weiß, dass viele mir hier widersprechen und sagen, du musst Einzelspuren zuerst mischen, dann kriegst du ein besseres Ergebnis. Ich bin überzeugt von diesem Top-Down-Mixing-Prozess und deswegen fange ich so immer an. Also Tipp Nummer 1, fang mit der Gruppenspur in den Drums an und mach dann erst die Einzelspuren. Ich fange immer mit einem Channel-EQ an und meistens mache ich es so, dass ich hier um die 400-500 Hertz rausziehe. Das hat meistens den Effekt, dass du schon mal einen polierteren Drum-Sound bekommst. Probieren wir das einfach mal. Jetzt kann es gut sein, dass du sagst, was, ich höre überhaupt nichts, also klingt vielleicht ein kleines bisschen besser, aber macht das jetzt so einen großen Unterschied? Nein, es ist ein kleiner Unterschied, aber was ich hier genau rausziehe, das hörst du, wenn ich diese Frequenzen jetzt anhebe, wie das klingt. Und dann wirst du auch besser verstehen, warum ich die rausziehe. Ich habe die jetzt sehr stark angehoben, es klingt auch nicht ganz so fürchterlich, weil es eine gute Drum-Aufnahme ist und ein gutes Drumset, aber du hörst, es ist so ein oinkiger Gießkannen-Sound, den ich hier so ein bisschen rausziehe und die Drums dadurch leicht verbessere. Und deswegen mache ich das als erstes immer, dann noch ein bisschen Kompression, dann nehme ich einen Kompressor, der mir sehr gut gefällt, den schalte ich einfach nur ein und stelle da gar nichts groß ein, nur dass ich ein bisschen Kompression habe und dann klingen die Drums schon viel besser. Ich schalte mal die beiden Plugins aus und dann an. Durch diese beiden Schritte bekommst du meiner Meinung nach in 90% der Mixe einen besseren Drum-Sound, von dem du dich dann zu den Einzelspuren vorarbeiten kannst. Deswegen Tipp Nummer 1, misch erst den Mixbass und dann die Einzelspuren. Tipp Nummer 2, der Snap-Kick-Trick. Dieser Trick ist gut, wenn du eine Bassdrum hast, die zwar ganz ordentlich klingt, die aber wenig Anschlagsgeräusch hat vom Beater. Und das hat manchmal zur Folge, dass die Bassdrum schlecht durch den Mix durchkommt, weil du einfach diesen Beater, dieses Anschlagsgeräusch brauchst. Speziell bei so einem Mix hier, bei Powerrock-Gitarren, hilft es nichts, wenn deine Bassdrum nur tief ist, aber keinen Klick hat, keine Höhen hat, die durch den Mix durchstechen. Und dafür dieser Tipp Nummer 2. Ich habe hier mal eine Kick-In-Spur genommen und auf Bus 11 gesendet. Ja, einfach eine Kopie. Bus 11 ist hier und das ist meine Snap-Kick-Spur. Was ich jetzt als erstes gemacht habe, ist ein Noise-Gate eingesetzt. Das habe ich nur gemacht, um die Bassdrum zu extrahieren. Das heißt, dass ich keine Übersprechungen habe von Becken, von Snare-Drum oder sonstigen Sachen. Das zweite, was wir jetzt machen, ist, wir beschneiden die Bassdrum ihrer Tiefen und auch ein bisschen ihrer Höhen, weil wir ja nur den Klick-Sound wollen. Das wäre jetzt mal der erste Schritt. Ich schalte die mal solo hier, diese kopierte Spur. Das ist eine Bassdrum-Kopiespur jetzt. Hörst du durch das Noise Gate, dass man nur die Bassdrum hört? Jetzt habe ich sie ihrer Tiefen beschnitten und auch etwas von den Höhen abgeschnitten. Was du jetzt machen musst, ist eigentlich nur das Beater-Geräusch finden. Also wenn der Schlägel gegen das Bassdrum-Feld schlägt. Das probiere ich jetzt aus. Lauter machen.
Also extrem abartig angehoben, hier um 13 dB. Hier habe ich den Beater ausgemacht. Das sieht jetzt sehr komisch aus für eine EQ-Bearbeitung. Und um das jetzt noch extremer zu machen, kannst du noch einen Transient-Designer einsetzen. Der macht die Transienten künstlich lauter und überhypt die ganze Sache hier sozusagen nochmal mehr. Ich gebe hier auch noch mehr Attack dazu mit diesem Transient-Master. Klingt jetzt wirklich fürchterlich alleine, aber wir haben nur diesen Klick jetzt rausgeholt aus der Bassdrum. Jetzt können wir die mal dazu mischen zu der normalen Bassdrum, die wir hier rüber geschickt haben. Also hier ist die normale Spur, die Kick-In war das, und hier haben wir unsere Snap-Kick. Und jetzt fahre ich die mal langsam dazu und dann wirst du hören, was ich meine. Das war Tipp Nummer 2, der Snap-Kick-Trick, der deine Kick besser durch den Mix stechen lässt. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 3 und das ist der Low-End-Kick-Trick. Wir bleiben also bei der Bassdrum. Wir haben uns jetzt um das High-End gekümmert sozusagen, beziehungsweise um den Beater. Es kann aber auch sein, dass du das umgedrehte Problem hast, dass deine Bassdrum zu wenig Low-End hat. Ja? Ich habe hier wieder eine Kopie rübergesendet. Und auch die werde ich jetzt so behandeln, dass ich das Low-End vorholen kann. Und dazu lade ich mir jetzt einen Testton in den Kanalzug. So ein Testton dient eigentlich dazu, um zum Beispiel Anlagen oder Mixing-Regieräume auszumessen. Den lade ich mir jetzt hier rein und dann wird es gleich erstmal fürchterlich piepsen nur. Das ist einfach ein Ton, dessen Frequenz ich einstellen kann. Der Test-Oscillator. Sehr schön. Das zweite, was ich mir in den Kanalzug reinlade, ist ein Noise-Gate. Hier ist es schon. Und mit diesem Noise-Gate möchte ich jetzt diesen Testton steuern. Und zwar so, dass der Testton nur angeht, wenn die Bassdrum einschlägt. Okay, bisschen lang. Ich denke, so kommen wir ganz gut hin. Was soll denn das jetzt? Was soll das bringen? Zunächst mal bringt das noch nicht sonderlich viel, aber wir können diesen Testton ja jetzt in der Frequenz so einstellen, wie wir möchten. Und wir haben gesagt, der Bassdrum fehlen tiefe Frequenzen. Jetzt kann ich hier tiefe Frequenzen einstellen, die ich gerne haben möchte. So bei 50, 60 Hertz, denke ich mal, werden wir den Ton haben, nach dem wir suchen. Den kann ich jetzt unter meine Kick-Out hier dazu mischen. Das ist die Originalspur. Ich mache mal die nochmal aus. Kick alleine. Kick mit Testton. Und schon hast du deiner Kick-Jam tieffrequente oder mehr Low-End verpasst, damit sie besser durch den Mix kommt oder in diesem Fall, dass sie mehr Gewicht einfach unten rum hat, ja. Und was du jetzt noch machen kannst, ganz kurz mit diesem Noise Gate, ist natürlich auch, du kannst den Ausklang bestimmen. Am besten geht das über die Release-Zeit. Das ist aber eher für elektronische Musik wahrscheinlich interessant. Das war's und weiter geht's zu Tipp Nummer 4. Und der ist der wichtigste Kompressorparameter. Welcher ist er? Hören wir mal kurz rein. Du hörst, dass die Drums eigentlich ganz gut klingen, aber sie klingen irgendwie auch dumpf und saft und kraftlos. Und das liegt an einem sehr, sehr wichtigen Parameter, finde ich überhaupt den wichtigsten für die Drums selber. Und das ist die Attack-Zeit. Die ist nämlich hier auf die kürzeste Zeit eingestellt worden. Und wenn du das machst, dann tust du deinen Drums nichts Gutes, denn damit machst du die Transienten, also den Anfangsimpuls eines Schlages, der lauteste Impuls oder der lauteste Ausschlag eines Drumhits, den matschst du damit mit der Kompression zusammen und dadurch klingen deine Drums matt und kraftlos. Ich drehe jetzt einfach mal die Attack-Zeit hoch und du wirst hören, wie viel besser die Drums gleich klingen und wie viel besser sie gleich atmen können sozusagen. Mal der direkte Vergleich zu kurzer Attack-Zeit und richtiger Attack-Zeit.
Also viel besser. Ich muss zugeben, dass durch diese längere Attack-Zeit natürlich auch die Drums ein klein wenig lauter werden. Aber ich denke, du hörst sehr gut, dass durch die zu kurze Attack-Zeit dein Drumsound einfach zu schlaff wird und matt wird. Deswegen Tipp Nummer 4, achte auf jeden Fall immer darauf, dass deine Attack-Zeit beim Drummixing nicht zu kurz ist. Und damit geht es jetzt weiter zu Tipp Nummer 5. Der komprimierte Drumroom. Hören wir mal ins Beispiel rein. Okay, die Drums klingen jetzt nicht schlecht, aber nehmen wir mal an, du hast eine fette Rockproduktion und du möchtest einen größeren Raum für deine Drums haben. Wenn wir jetzt hier in die Raummikrofone, die sind fälschlicherweise als Overheads betitelt, wenn wir hier mal reinhören, dann hörst du, dass der Raum relativ klein ist. Du könntest jetzt natürlich über den Hall versuchen, deine Drums größer zu machen, aber gerade im Genre Rock möchtest du ja auch ein bisschen mehr Aggressivität haben. Und das erreichst du viel besser mit einem komprimierten Drumraum. Damit kannst du nämlich den Drumsound aggressiver machen und gleichzeitig kannst du einen größeren Raum simulieren oder faken. Ich lade mir dazu mal einen Kompressor rein. Einfach hier direkt von Logic. Und der Trick hierbei ist jetzt recht kurze Attack- und Release-Zeiten und extrem hohe Ratio. Wir matchen jetzt diesen Drumroom praktisch komplett zusammen. Und dadurch, das wirst du gleich hören, wird der Raum auch automatisch oder klingt der Raum automatisch etwas größer. Durch diese heftige Kompression des Drumrooms werden deine Drums aggressiver und punchiger und gleichzeitig kannst du den Drumraum künstlich vergrößern und hast damit schöne, große, fette Rockdrums. Tipp Nummer 6, EQ für deine Toms in 3 einfachen Schritten perfekt einstellen. Wir hören uns mal die Tom-Toms hier an, das sind die Trommeln, die auf der Bassdrum hängen oder so montiert sind und so klingen. Die klingen jetzt schon ganz nett, aber beim Drum-Mixing oder beim Tom-Mixing kannst du auf ein paar Sachen achten oder die mixe ich immer relativ gleich nach so einer Art Schablone, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber bei Toms funktioniert es relativ gut, wenn du nach 3 Schritten vorgehst. Und wir fangen gleich an mit Schritt Nummer 1 und das ist, um die 5K anzuheben. Ich habe jetzt hier übrigens noch, muss ich kurz dazu sagen, alle Toms zusammengemischt, weil die relativ gleich klingen und relativ homogen klingen. Ansonsten musst du vielleicht jedes Tom einzeln bearbeiten. Okay, das sei jetzt noch dazu gesagt. Also Schritt Nummer 1 wäre, so um die 5K anzuheben, um die 5000 Hertz, weil da ist meistens das Anschlagsgeräusch des Sticks auf den Toms und das man so besser rausholen kann. Also hier hörst du das Anschlagsgeräusch sehr, sehr gut, dass man hier besser rauskitzeln kann. Was ich dann meistens noch mache als zweites ist, um die 50 Hertz einen Low-Cut, weil die Tom-Toms haben da meistens keine brauchbare Information mehr, da tummeln sich eh meist nur Bassdrum und Bass. Ein weiterer wichtiger Bereich für die Tom-Toms ist der Bereich zwischen 300 und 800 Hertz. Da hast du auch oft so ein bisschen was Gießkannenmäßiges, was nicht so gut klingt bei den Toms. Das hebe ich jetzt auch mal an. Also ich denke, ich habe es gefunden, das klingt jetzt ein bisschen komisch, die Toms klingen aber auch schon sehr gut. Ich schalte noch einmal aus und an. So klingen die Drums in 3 einfachen Schritten, EQ-Einstellung wesentlich besser. Tipp Nummer 7, nachdem wir jetzt den EQ für die Toms eingestellt haben, stellen wir jetzt den EQ für die Snare ebenfalls in 3 einfachen Schritten ein. Ich lade mir den mal hier rein, schalte die Snare Drum Solo und was ich hier mache ist, ich schaue erstens mal auch wieder nach dem Anschlagsgeräusch, das ist so ähnlich wie bei den Toms. Dann schaue ich, was ich unten wegnehmen kann, was wir hier nicht brauchen und anschließend schauen wir noch nach dem Body der Snare Drum, der ist meistens so um die 200 Hertz. Thank you.
Also du siehst hier schon an der Analyzer-Kurve, da haben die 200 Hertz schon richtig geschrien, heb mich an, heb mich an. Also müsste man hier gar nicht mehr so stark machen, weil da ist die von der Grundstimmung her einfach schon so stark. Wir machen nochmal den Vergleich mit und ohne Equalizer. Hat's dir bis hierher gefallen? Wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du dieses Video mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Damit hilfst du meinem Kanal zu wachsen und dafür wäre ich dir unglaublich dankbar. Jetzt geht's aber weiter mit Tipp Nummer 8. Der beste Snare-Drum-Hall. Der ist laut vielen Top-Mixern der FG2000. Das ist ein sehr rar gewordenes japanisches Reverb, das auch nicht mehr hergestellt wird, weil es mechanische Probleme hatte. Aber in den 80er und 90ern haben viele Top-Mixer auf diesen Hall für Drums geschworen. Es gibt nur eine Firma, die eine Emulation von diesem Plugin herstellt und das ist Slate Digital. Von dem habe ich aber keine Plugins und ich wollte da jetzt nicht in dieses Abo-Programm und deswegen habe ich mir gedacht, Chris Lord-Alge hat auch schon mal über dieses Reverb gesprochen und deswegen kaufe ich mir einfach seinen Drum Signature Mix Plugin. Und da ist nämlich auch ein Hall drin, dieser hier. Und damit versuche ich, meine Snare-Drum zu bearbeiten. Dieses Plugin funktioniert im Prinzip recht einfach. Du setzt es direkt in den Kanalzug ein. Ich müsste es also hier einsetzen in die Snare-Drum und kannst dann hier deinen EQ bearbeiten, deine Kompression bearbeiten und was auch immer für die einzelne Trommel. Du musst hier einstellen, an welcher Trommel du arbeitest. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil es hat komisch geklungen auf den Hall. Ich habe es als Send eingesetzt, habe alles abgeschalten, ja, alle anderen Parameter abgeschalten und nur den Hall benutzt und versucht, auf die Snare-Drum einzusetzen. Ich musste hier relativ hoch reingehen, weil das nur ein Send ist. Und jetzt pass mal auf, was passiert, wenn ich diesen Hall jetzt hier dazugebe. Ich finde, der klingt schon richtig gut. Der klingt schön sanft, schön im Hintergrund, aber irgendwas hat der schon. Ich vermute, weil es von Chris Lord-Alge hier ist, dass es eine Emulation dieses FG2000 ist, dieses japanischen seltenen Hals. Und wenn wir uns das jetzt mal im Mix anhören, hörst du auch, wie gut das durch den Mix kommt und wie viel fetter das die Snare Drum macht. Und es erinnert schon auch stark an diese 80er, 90er Snare Drums. Es ist so ein schöner, silbriger, seltsamer Nachhall, der aber irgendwie richtig cool kommt auf die Snare Drum. Und damit kommen wir zum nächsten Tipp und das ist Snare Hall nur auf einen Snare-Schlag. Ich weiß, das klingt sehr komisch, aber das habe ich bei Bob Clear Mountain gehört. Und zwar habe ich, als ich zurück in die Zukunft angeschaut habe, den Film sehr viel Huey Lewis and the News gehört. Die haben nämlich die Titelmusik dazu geschrieben. Da habe ich mir ein paar Platten von denen gekauft und da habe ich diesen Effekt oft gehört. Ich habe geschaut, wir hatten das gemischt, weil wir die Mixe von denen und der Sound einfach gut gefällt. Und das ist Bob Clear Mountain, meines Erachtens einer der besten, wenn nicht überhaupt der beste Mixer auf Gottes Boden. Und der hat diesen Effekt angewendet und zwar nur auf einen Snare-Schlag einen Hall. Das ist ein bisschen strange, aber ich zeige es dir gleich. Ich habe hier die Snare-Drum einfach kopiert und gemutet hier. Und habe eine zweite Spur angelegt und auf die habe ich jetzt einen großen Hall gelegt. Das ist ein Hall, den habe ich direkt in den Kanal zugeladen, Bright Plate, also ein langer Plattenhall. Und dann klingt das so im Gesamtmix. Ja, der kommt jetzt nur auf diesen Snare-Schlag. Also ich weiß nicht, vielleicht denkst du jetzt, ich habe irgendwie einen an der Klatsche und das ist total doof und klingt überhaupt nicht gut. Aber ich finde das irgendwie spannend, wenn dieser eine Snare-Schlag mit Hall kommt und den habe ich automatisiert und er geht genau wieder runter oder ich mache ihn genau wieder aus, wenn der nächste Snare-Schlag kommt. Du kannst auch spannender machen, indem du die Snare ansaugst. Ich habe sie hier einfach ansaugen in Form von hier, ich habe sie hier rückwärts laufen lassen, dann kommt es noch ein bisschen extremer, der Effekt. Das ist jetzt ein bisschen zu laut. Aber es ist irgendwie krass, oder? Und ich finde diesen Effekt deswegen so cool, weil er gerade bei so Achtelnummern, wo sehr wenig instrumentiert ist, weil er da gut kommt, um den Zuhörer so ein bisschen wach zu rütteln. Und auch das ist ja deine Aufgabe als Mixer oder als Producer auch,
den Mix interessant zu gestalten. Ja, und wenn da jetzt noch einer drüber singt, kommt das gar nicht so auffällig, aber der Zuhörer merkt kurz, ist wie so ein, wenn einer eingenickt ist, so ein kurzer Schubser, hey, hier geht's gleich weiter und denkt sich, was war denn jetzt das? Also ich finde das echt total cool, diesen Hall nur auf einen Snare-Drum-Schlag zu legen. Finde ich einen coolen Trick, um Dynamik in den Mix zu bringen. Du siehst also, mit so einem Hall-Trick oder mit so einem Hall-Effekt-Trick kannst du einiges erreichen. Die wichtigsten Werkzeuge bleiben aber Kompressor und EQ bei der Drumbearbeitung. Wenn es um EQ-Bearbeitung geht, solltest du unbedingt 6 Frequenzen kennen, die Probleme in deinem Mix verursachen. Wenn du die noch nicht kennst, dann empfehle ich dir mein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da zeige ich dir diese 6 Problemfrequenzen ganz genau, warum sie Probleme verursachen und wie du das verhindern kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Kommentar da, welcher Mixing-Tipp dir am besten gefallen hat. Das würde mich interessieren. Ansonsten sage ich Tschüss und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann!